Hallo, das ist die Freestone-Warthose. Die Füßlinge sind schön links und rechts vorgeformt, damit wir einen besseren Komfort haben, um in die Schuhe zu kommen, auch in den Schuhen drin dann. Die Gamaschen sind schön verstärkt, damit sie Kies und Sand zuverlässig draußen halten. Die Beine schön vorgeformt für einen besseren Komfort und auch die Naht auf der Frontseite, damit auf der Innenseite alles nahtlos ist. Das ergibt einen schöneren Komfort und auch weniger Abrieb auf den Nähten. Der Wartgürtel ist inbegriffen. Hier haben wir eine Handwärmetasche mit einem feinen Vlies innen ausgestattet. Dazu die Brusttasche mit Reißverschluss, von oben zugänglich. Hier eine Dockingstation für den Auszug, für den Retractor. Und auf der Innenseite ein Reißverschluss. Dazu können wir aus dem Zubehörprogramm eine Tippet Tender Pocket auswählen. Oder das gleiche gibt es auch in wasserdichter Form für das Handy oder andere Sachen wasserdicht mitzunehmen. Die Träger sind gekreuzt und auch hier die Schnallen gekreuzt, so dass ich die Träger vorne verschließen kann, die Warthose runterrollen, um sie dann auch als Hose zu tragen. Aus der gleichen Familie, Freestone, gibt es auch eine Pant-Version. Die Freestone-Hosen und Pants sind aus einem vierlagigen Toray gemacht. Hier haben wir den Gürtel eingelegt mit einem Scratch, mit einem Velcro-Verschluss, links- und rechtsseitig, so dass sie bequem und schnell in der Hose sind und rasch am Wasser. Sie ist auch super einzustellen, dass sie gut sitzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fischen mit den Freestone-Produkten.